Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 1.3 anpassbar, der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 1.3 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 1.3 gehört zum Prinzip 1, wahrnehmbar. Das lautet, Informationen und Benutzungsschnittstellen, Komponenten müssen so darstellbar sein, dass Benutzer sie wahrnehmen können. Und die Richtlinie 1.3 ist überschrieben mit anpassbar und lautet, erstellen Sie Inhalt, der auf verschiedene Weisen dargestellt werden kann, zum Beispiel einfacheres Layout, ohne Informationen oder Struktur zu verlieren. Gehen wir gleich zum Erfolgskriterium 1.3.6. Das ist das einzige Dreifach-A-Kriterium unter 1.3. Und es ist überschrieben mit Zweck identifizieren. Es lautet, in Inhalt, der unter Verwendung von Markup-Sprachen implementiert wurde, kann der Zweck von Komponenten der Benutzungsschnittstelle, Icons und Regionen durch Software bestimmt werden. Dieses Kriterium ergänzt das Kriterium 1.3.5, das hatte Doppel-A-Level und hieß Eingabezweck identifizieren. Jetzt unter Dreifach-A gilt es nicht nur für Eingabefelder mit Benutzerinformationen, dass sie maschinenlesbar identifiziert werden können müssen, sondern es gilt generell für alle Komponenten, Icons und Regionen. Es geht um semantische Auszeichnungen, die maschinenlesbar sind mit einem klar definierten Vokabular. Zurzeit gibt es dieses Vokabular nur für Regionen, nicht für Komponenten oder Icons. Bei Icons könnte man noch sagen, ja, mit den Emojis. Und wenn die unter Unicode definiert sind, dann ist es eigentlich maschinenlesbar. Dann ist auch die Bedeutung klar. Das wäre eine Möglichkeit hier. Und für Regionen gibt es eben die Möglichkeit, wie schon unter Kriterium 1.3.1 vorgestellt, dass man über das Role-Attribut die Bedeutung einer Region mitteilt und zum Teil eben auch über die entsprechenden HTML-Tags. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 1.3 anpassbar aus der Reihe REMEX-Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den anderen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter https://gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.